Hallöchen, jetzt gibt es ein kurzes Tagesorakel für den 29. Dezember 2021. Wir schauen wieder ins Tarot der weißen Katzen, was es gibt für eine Tageskarte. Und da ist sie schon. Wir haben Judgment. Judgment, das ist immer ein Wake-up-Call, das ist immer ein Erlebnis oder eine Information, die zu uns kommt und die uns aufwachen lässt, die uns die Augen öffnet, bei der wir sehen, aha, wir müssen vielleicht irgendetwas in unserem Leben ändern, wir müssen vielleicht die Richtung ändern, wir müssen vielleicht irgendetwas tun. Ja? Meistens ist es auch so eine Art Call to Action, das heißt, es wird uns gesagt, okay, du musst jetzt was entscheiden, beispielsweise es ruft dich jemand an und sagt, du, ich will dir einen Job anbieten und du musst jetzt entscheiden, ja oder nein, nimmst du den oder nicht. Ja? Also das sind solche Situationen, wo irgendeine Information zu uns kommt, auf die dann meistens irgendeine Entscheidung oder Aktion folgen muss von unserer Seite. Das heißt, der Ball wird uns zugespielt und wir können dann auswählen, ist das was für uns, ist das nichts für uns, muss ich da jetzt was tun oder bleibe ich in der Ruhe und mache gar nichts. Und meistens sind das aber Situationen mit Judgment, wo dann halt doch eine Aktion verlangt wird oder nötig ist. Und das liegt halt ganz bei dir, gell? Was das Richtige für dich ist, das musst du mit deiner Intuition selber entscheiden. Aber definitiv kommt da heute eine Information auf dich zu, die sehr wichtig ist und die brauchen wir auch zum Weiterkommen. Dann schauen wir, wer der Glückspilz des Tages ist. Das ist diesmal der Fisch, der Glückspilz und wir haben die Glückszahl 7. Ich wünsche euch ein schönes Tagal. Baba!